Man muss nach Pankow fahren, um das Haus sehen zu können, das die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 2005 übernommen hat. Ja, für uns war die Situation natürlich eine unbekannte erstmal. Also wir haben sehr viele Fragen an das Haus gehabt, Probleme gesehen. Wir wussten, dass das Haus durch Holzschutzmittel ja vergiftet war. Und insofern war die Frage für uns alle wichtig, gelingt es uns, das Haus so sanieren zu können, dass also später auch in allen Ebenen die Besucher hinein können. Und nach ersten Untersuchungen und dem Beginn dann der Arbeiten gab es da also erste Entwarnungen. Und insofern sind wir froh und glücklich drunter, dass wir nicht nur die Bell-Etage, das Erdgeschoss, sondern auch das zweite Obergeschoss den Besuchern öffnen können. Die Einrichtung von Schloss Schönhausen in den letzten Jahren ist auf der Grundlage erfolgt, dass wir erstmal schauen mussten, was ist überhaupt noch da aus dem Schloss. Wir haben verschiedene Zeitphasen hier, das Schloss Elisabeth Christines und vor allen Dingen dann die Einrichtung der DDR-Zeit. Die DDR-Zeit war weniger schwierig, weil das Schloss ja, als wir es übernommen haben, noch eingerichtet war. Interessanter, spannender wurde es bei Elisabeth Christine, weil die Kunstobjekte aus ihrer Zeit schon seit den 30er Jahren hier aus dem Haus verschwunden sind. Und wir sind nun durch unsere Depots und haben versucht herauszufinden, was ist noch da. Dieser Raum, in dem wir stehen, ist das Ergebnis. Wir konnten hier fast alles wiederfinden, was 1797 hier war. Spektakulär die Papiertapete nach 70 Jahren im Depot, die Stühle, die genau für diesen Raum, für diese Tapete dazu entworfen wurden offensichtlich, und Spiegel und Kamin, sodass wir hier einen Raum haben, der wieder so aussieht wie zur Zeit der Königin. Die Dekorationsmalereien, vor allem diese Blumenmotive, wenn ich vor allem an die Trichterwände denke, sind mit Sicherheit stammen die aus der frühen Phase, also vor dem Siebenjährigen Krieg, also bevor das Haus durch Elisabeth Christine umfangreich erweitert wurde. Und gerade, das ist ein Sommerschloss, und wenn man das Motiv der Trichterwinde als so ein Symbol des Sommers dort sieht, kann man sich das also gut, kann man das gut nachvollziehen, kann man sich gut in die Situation vielleicht auch hineindenken, wie die junge Königin, sie kommt aus einem anderen schönen Schloss, aus Rheinsberg nach Schönhausen, wie sie dieses Haus sich nach ihrem Geschmack ausschmücken ließ. Die historische Bedeutung von Schloss Schönhausen im 20. Jahrhundert als Repräsentationsort der DDR ist so wichtig, dass wir diese Epoche hier auch ausführlich zeigen wollten. Nicht nur mit Fotos, sondern mit authentischen Räumen. Das ist natürlich Neuland für eine Institution wie die Stiftung Schlösser und Gärten, aber wir haben uns dazu entschlossen. Wir haben den Bereich der 50er Jahre mit dem Arbeitszimmer von Wilhelm Pieck und hier das Staatsgästeappartement von 1965, wo die Staatsgäste der DDR geschlafen haben. Hier, diese Malereien haben schon mehrmals ihren Ort gewechselt, wahrscheinlich schon im 18. Jahrhundert das erste Mal. Und 1935 hat man im Erdgeschoss eine Heizung eingebaut und um die einbauen zu können, hat man diese Malereien hier nach oben gebracht. Die stammen also aus der Zeit Elisabeth Christines, sind allerdings mehrfach restauriert worden, waren ursprünglich in einem viel kleineren Raum angeordnet und man hat 1965 beim Umbau zum Staatsgästehaus diese Malereien dann im Damenschlafzimmer eingebaut. Der Garten hat erst Anfänge erfahren, also zum Beispiel wurde der Gräsergarten wiederhergestellt oder Materialien, die man später ausgetauscht hatte, zum Beispiel den Belag, der ursprünglich aus Sandstein war, den haben wir als Granit gesehen und der Granit wurde dann weggenommen. Und wir haben also jetzt den ursprünglichen, das ursprüngliche Material wieder da, also den Sandstein. Interessant war eigentlich die Situation an der Fassade, als wir also den Putz komplett abhatten und wir in den alten Rüstlöchern, die vermutlich noch aus dem 18. Jahrhundert stammen, die man immer wieder genutzt hat, also die moderne Rüstung gibt es ja erst viel später, und man hat vermutlich nach dem Krieg dort in diesen Rüst, also um diese Rüstlöcher zu schließen, alte Zeitungen hineingepackt. Und da haben wir also ganz interessante Dinge von 1952 wiedergefunden. Zum Beispiel eine Zeitung, die wir auch dann künftig im Schloss zeigen werden. Eine Zeitung, die
die den Aufbau der Stalinallee abbildet. Berlin-Pankow hat eine neue Attraktion. Endlich Schloss und Garten Schönhausen, nun nicht als Amtssitz oder als Gästehaus, sondern als Museumsschloss.